denke ich an Europa, denke ich vor allem an 7 Jahrzehnte Frieden und Freiheit auf diesem Kontinent. Und wenn ich an Europa weiterdenke, dann denke ich vor allem auch immer an meine 4 Kinder, die es anders als ich in meinen Jugendjahren jedenfalls genießen können, dass man ein Europa ohne Grenzen hat. Dass zwischen den einzelnen Völkern es so viel Freundschaft mittlerweile gibt, dass das für uns normal geworden ist. Und dass man diesen Wert heute gar nicht mehr genug betont. Aber wenn ich noch über Europa nachdenke, denke ich natürlich auch über das eine oder andere nach, was uns noch nicht gelungen ist. Dass wir noch nicht alle Menschen davon überzeugen konnten, wie wichtig dieses einmalige Friedensprojekt in der Menschheitsgeschichte ist. Und da denke ich dann wieder darüber nach, wenn wir bald Europawahlen haben, dass hoffentlich möglichst viele Menschen hingehen und auch mit ihrer Stimme deutlich machen, dass ihnen Europa wirklich wichtig ist. Denn wenn wir in unserem Alltagsleben einfach schauen, wo mittlerweile das Vereinigte Europa eine Rolle spielt, dann ist das bei dem übergroßen Teil der Bevölkerung doch, glaube ich, etwas Positives. Und deshalb kann man nur alle dazu aufrufen, bitte gehen Sie auch zur Europawahl und kümmern Sie sich auch in Ihrem Alltag darum, dass möglichst viele Menschen daran teilnehmen.